Hallo, mein Name ist Angelika und ja, normalerweise sitze ich an einer der Informationstheken der Stadtbibliothek Nürnberg. Das geht ja zurzeit leider nicht, deswegen mache ich heute mal eine Medienberatung der etwas anderen Art. Und zwar kann ich mir vorstellen, dass jetzt, wo viele Kinder zu Hause sind, der Schrei nach Internetzeit größer wird. Das bringt aber viele Eltern vor eine Herausforderung, denn oft wissen sie nicht, auf welchen Seiten ihre Kinder unterwegs sind oder ob diese Seiten überhaupt tauglich für ihr Kind sind. Deswegen habe ich ein paar Seiten herausgesucht, auf die sie ihre Kinder sorglos loslassen können, ohne Angst zu haben, dass diese irgendwelche schlechten Inhalte bieten. Die erste Seite ist onilo.de. Wir als Bibliothek nutzen Onilo für interaktive Bilderbuchkinos. Bilderbuchkinos sind ein Konzept, bei dem ein Bild an eine Leinwand projiziert wird, während wir die Geschichte dazu vorlesen. Onilo richtet sich auch an die älteren Zielgruppen und bietet Lernmaterialien für die Schule an. Dieser Service ist in Zeiten der Corona-Krise kostenlos, sodass Sie sich als Eltern, Pädagogen und auch Kinder Lernmaterialien kostenlos herunterladen können, um die Schulinhalte zu vertiefen, beziehungsweise vielleicht sind diese ja sogar ein bisschen ansprechender für ihr Kind gestaltet, sodass es damit besser klarkommt, um zu lernen. Für Bilderbuchkinos, also für die etwas jüngere Zielgruppe, habe ich auch noch einen Tipp am Rande. Viele Verlage bieten ihre Bilderbuchkinos kostenlos als Download an. Das heißt, sie haben zwar nicht den Text zu Hause, aber die Bilder rund um die Lieblingsbilderbücher ihrer Kinder. Weiter geht es mit den nächsten Seiten. Nämlich die Kinderseiten von den öffentlich-rechtlichen Sendern. Die darf man nicht unterschätzen, denn mittlerweile sind die Kinderseiten wirklich toll gestaltet. Hier gibt es nicht nur Videos der Lieblingsserien, zum Beispiel von der Maus, sondern oft auch Spiele, die so gestaltet sind, dass die Kinder oft nicht mal merken, dass sie etwas dabei lernen und dass es immer noch das Beste lernen. Besonders ARD und SWR haben ansprechende Kinderseiten herausgebracht. CDF hat weniger Spiele auf der Seite, sondern hat sich eher auf die Mediathek konzentriert und da eine sehr umfangreiche aufgebaut. Die nächste Seite ist eher etwas für die älteren Kinder, nämlich learningapps.org. Hier können Kinder und Eltern Rätsel selbstständig gestalten zu verschiedenen Themen, beispielsweise Wikinger gab es im Homeschooling. Sie haben das durchgenommen, das Kind ist hoffentlich fit, also macht man ein Kreuzworträtsel und das Kind beweist sein Wissen über das Kreuzworträtsel. Es gibt auch verschiedene andere Formate, wie beispielsweise Memories und, die man gestalten kann. Die nächste Seite ist eine Suchmaschine für Kinder, also quasi Google für die Jüngeren. Hier gibt es aber nicht nur den altbekannten Suchschlitz, sondern auch Videos zu aktuellen Themen. Der Coronavirus wird wunderbar erklärt und auch Fragen beantwortet, wie warum muss ich zu Hause bleiben, warum darf ich nicht in den Kindergarten und so weiter und so fort. Und das Beste ist, es werden noch andere kindgerechte Seiten verlinkt. Jetzt wird es fremdsprachig, nämlich mit Polilino. Polilino bietet kostenlose Bilderbücher in über 30 Sprachen an. Darunter sind auch Sprachen wie Jüdisch, was man sonst eher selten findet. Dann geht es weiter mit Fremdsprachen für die Älteren. Das hier ist ein Leseprogramm für Grundschüler, amira-lesen.de. Hier kann man nicht nur Erstlesegeschichten lesen, man kann auch Spiele dazu spielen und auch Hörbücher hören. Die nächsten beiden Seiten, die ich Ihnen gerne ans Herz legen möchte, richten sich eher an Sie als Eltern. Diese Seiten haben das Ziel, Eltern und Pädagogen aufzuklären und sie in der Medienerziehung zu unterstützen. Die Devise ist, verstehen ist besser als verbieten und auch wir als Bibliothek können das nur unterstützen. Denn je mehr sie verbieten, desto verlockender wird die Medienwelt natürlich. Und sie kommen nicht umhin. Irgendwann kommt ihr Kind in Berührung mit Snapchat, Instagram und da ist es besser, wenn sie vorbereitet sind. Die erste Seite ist Schau hin. Das ist ein Medienratgeber für Familien. Hier finden Sie Informationen zur Medienwelt, Orientierung durch verschiedene Portale, eben wie YouTube, Snapchat, Instagram, Facebook und was es nicht alles gibt und vieles mehr.
Und die nächste Seite ist gutesaufwachsenmitmedien.de. Diese Seite wird von verschiedenen Bundesministerien unterstützt und gefördert und hat das gleiche Ziel wie Schau hin, Unterstützung und einen sicheren Zugang zur Medienwelt für Kinder und Jugendliche. Ja, natürlich gibt es noch viele, viele andere Seiten, die ich Ihnen jetzt noch hätte vorstellen können, aber da reicht die Zeit leider nicht. Falls Sie weitere Fragen zu dem Thema haben oder auch zu anderen Themen in der Medienwelt, schreiben Sie uns über unsere Facebook-Seite Stadtverblödig Nürnberg und wir versuchen so gut wie möglich zu helfen. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns bald wieder. Tschüss.